Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Samstag, den 8.8.2020. Ja, Wochenende fängt an. Ich hoffe für euch alle und wer arbeiten muss, darf, dem wünsche ich auf jeden Fall heute einen nicht zu extremen Arbeitstag, sondern ja, mit viel Freude und auch Leichtigkeit. Aber wir schauen jetzt natürlich erstmal in die Heilsteinbotschaften. Wir haben wie immer drei Karten. Entscheide ich für die erste, zweite oder dritte Botschaft oder gerne auch für alle drei oder für zwei Botschaften. Ich nehme die erste Heilsteinbotschaft und da haben wir den Kalzit gezogen. Ich zeige euch wie immer erst die Karte. Hektische Zeiten und Multitasking. Überprüfen Sie Ihren Zeitplan, wenn es hektisch wird, und fragen Sie sich ganz ehrlich, warum Sie so beschäftigt sind. Ja, das ist manchmal auch echt ein großes Thema, ne? Manchmal wuseln wir rum und machen und tun und am Ende denken wir, was ist jetzt hierbei rausgekommen? Ich habe alles nur von A nach B getragen und habe wieder C zu D gebracht. Und ja, manchmal kennt ihr garantiert auch solche Tage. Und eigentlich ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich hoffe, heute haben viele frei und können den Tag auch genießen, das Wochenende einläuten. Und die Karte sagt auf jeden Fall, dass vielleicht hast du diese Woche, vielleicht hast du heute auch noch hektische Zeiten gehabt und musstest wirklich an vielerlei Orte gleichzeitig sein, ne? So klassisch Multitasking sein. Und vielleicht ist es mal an der Zeit, mal zu gucken, ob dein Zeitplan, ne, ob dein Zeitmanagement, ich meine, jetzt könnte ich mal den Finger erheben hier, ich gebe auch Trainings in Bezug auf Zeitmanagement, also gerne an mich wenden. Ja, also in puncto Zeitmanagement, ob du da deine Prioritäten da richtig auch gesetzt hast, ne? Was wirklich erledigt werden muss zuerst, was danach kommen darf, also ein bisschen priorisieren auch mal die Themen und weil dann verläuft man sich auch nicht. Und vielleicht ist heute wirklich der Samstag dafür da, dass du dir einen Plan für nächste Woche machst, damit du nicht so in Stress gerätst, damit du wirklich auch mal zwischendurch atmen kannst und dich nicht fragst, was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Ne? Weil es gibt solche Tage wird es immer geben. Aber das ist auf jeden Fall für dich heute der Hinweis, dass du mal hinschauen sollst, damit du nicht irgendwelche Zeit, ich sage jetzt mal böse, verplemperst, sondern die wirklich effizient auch einsetzt. Und ich meine damit deswegen effizient, weil du kannst dir viel, viel mehr eigene Quality Time dadurch auch schaffen, wenn du einen Plan hast. Was mache ich zuerst und was ist wichtig und dringend und was ist nicht so wichtig? Das ist ganz, ganz wichtig und ja, das soll der Impuls heute mal aufzeigen. So, und die zweite Botschaft, da haben wir den Apophyllit. Oh, den Stein, der ist auch ein schöner Stein. Wenn ich den gerade sehe, den habe ich, glaube ich, in live noch gar nicht gesehen. Apophyllit, verstärkte Unterstützung. Dank Ihrer positiven Einstellung und Bereitschaft zu empfangen, bietet sich Ihnen eine Vielzahl an Gelegenheiten. Ja, und für dich heißt es heute mit dem Apophyllit, dass du auf jeden Fall mal hinschauen sollst, dass du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, wenn du in Anführungsstrichen nur offen bist. Wenn du offen zum Empfangen bist, wenn du offen bist, die Sachen, Themen, Dinge mal anzusehen und vielleicht auch mal dahinter zu schauen, die Details vielleicht auch mal zu betrachten und was sich da alles noch hinter verbirgt. Also nicht an der Oberfläche direkt bleiben, sondern auch ein bisschen tiefgründiger sein. Und diese verstärkte Unterstützung mit deiner positiven Einstellung und Bereitschaft zu empfangen und die Möglichkeiten da vielleicht auch neue Wege mal einzuschlagen, das wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Und vielleicht ist heute am Samstag gerade mal so die Zeit, dass du zwischendurch mal etwas Ruhe hast und darüber nachdenken kannst, was du wirklich für Optionen noch hast. Vielleicht steckst du gerade in so einer Sackgasse und denkst dir, ich habe eigentlich nur diese eine Möglichkeit. Und vielleicht hast du aber gar nicht hinter diese Möglichkeit geschaut, beziehungsweise vielleicht hast du auch nicht nach rechts und links geschaut. Vielleicht tun sich da noch andere Dinge auf, um das vielleicht zu verwirklichen, was du gerne wollen würdest, was du gerne auch auf den Weg bringen willst. Und das ist heute wirklich so der Impuls, dass du mal drüber nachdenkst, dass du an sich, weil der Hinweis ist ja da, du hast mehrere Gelegenheiten, mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. Du musst also nicht nur diesen einen Weg gehen jetzt, der sich vielleicht nicht ganz so gut anfühlt, wo du vielleicht überlegst, ich hätte gerne noch einen Vergleich. Dann denk heute mal darüber nach, denn es gibt noch eine Vielzahl an Gelegenheiten und Möglichkeiten.
So, und die dritte Karte schauen wir mal. Da haben wir den Titan-Regenbogenquarz. Den hatten wir auch noch nicht. Facettenreich. Die Angelegenheit oder Person, deretwegen Sie fragen, ist vielschichtig. Das müssen wir mal auf unserer Zunge nochmal zergehen lassen. Zergehen lassen und ich kann schon nicht mehr sprechen. Facettenreich. Die Angelegenheit oder Person, deretwegen Sie fragen, ist vielschichtig. Ja, das ist natürlich ein sehr tiefgehender Impuls, jetzt gerade auch für den Samstag, wo wir eigentlich ja nicht arbeiten wollten, ne? Also hier gibt es auf jeden Fall, ja, vielleicht auch mal, das ist ähnlich zu der Karte 2, mal einfach mal dahinter zu gucken. Hinter einer Person natürlich kann es sein, in einer Situation, einem Thema. Ne, also das weißt du am besten. Vielleicht gibt es da etwas, was du im Kopf hast und wo du vielleicht auch, ich will nicht sagen geradlinig denkst oder vielleicht auch engstirnig denkst über die Situation, Person oder das Thema oder was immer es auch sein kann, dass du da vielleicht mal schaust, dass es vielleicht da mehrere Ebenen zu erkunden gibt. Und vielleicht sind diese Ebenen auch wichtig, dass man diese kennt, um Weiteres auch einleiten zu können. Ne? Also ich weiß jetzt selber gerade nicht, wie tiefgründig ich das jetzt hier beschreibe, weil mir jetzt gerade so eine Situation so ad hoc jetzt gerade auch nicht einfällt, so als Beispiel. Ich hoffe, ihr wisst mit der Botschaft auch, was gemeint ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man nicht nur einen Punkt betrachtet. Vielleicht ist das mal so als Zusammenfassung. Also nicht nur einen Punkt oder eine Charaktereigenschaft von einer Person, einen Punkt zu einem Thema, einen Punkt zu einer Situation, eines Momentes, eines keine Ahnung was, sondern da mal wirklich diesen Punkt ausweiten und da mal schauen, was sich noch hinter diesem Punkt halt, ne, hinter diesen Schichten noch verbirgt, die dir vielleicht weiterhelfen. Ne? Vielleicht hast du so, dass du mit einer Person überhaupt nicht zurechtkommst oder eine Situation total stagniert oder eine Situation dich immer aufbrausend macht und dich so verärgert, ne, und du nicht weiterkommst. Und da ist es vielleicht mal, ne, wie gesagt, vielleicht hörst du dir die Karte 2 auch nochmal an. Vielleicht ist es da einfach gesagt, dass du da mal wirklich tiefer gucken solltest, ein bisschen mehr Detailbetrachtung betreiben solltest. Ich will jetzt gar nicht sagen, in allem das Gute auch sehen, aber es kommt mir gerade aus so im Kopf, deswegen lasse ich es mal raus hier. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es einfach ja noch ein bisschen mehr als schwarz-weiß. Vielleicht kommt mir gerade auch mal so hoch. Na gut, bevor ich jetzt hier so weit philosophiere, dass wir gar nichts mehr verstehen, wünsche ich euch einen ganz tollen Samstag. Denkt dran, die auch, die arbeiten müssen, dürfen, ne? Ich sage es ja auch immer mit dürfen, wir können ja auch dankbar sein, wenn wir arbeiten oder Arbeit haben. Denen wünsche ich auf jeden Fall nachher einen schönen Abend. Den anderen, nehmt euch Quality Time, nehmt euch heute auch schöne Zeit für euch. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen am Sonntag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.